Was erwarten Sie sich denn heute vom politischen Aschermittwoch? Ich erwarte mir, dass die SPD heute mit eigenen Akzenten auf sich aufmerksam macht. Wir haben nichts davon, wenn sich Schwarz und Gelb innerhalb der Regierung kappeln, sondern die SPD muss selber sagen, wie wir uns die Zukunft vom Sozialstaat vorstellen. Und da gibt es eine klare Antwort. Die SPD war immer für eine Leistungskultur, dass Menschen ein Leben lang lernen und arbeiten, Sozialbeiträge zahlen, wie die Arbeitgeber übrigens auch, paritätische Systeme. Und dann kann man sich einen Sozialstaat leisten. Was die FDP macht, ist wirklich eine neue Form, sage ich mal ganz offen, von asozialer Einstellung her. Die Banker oben, die